Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Ministerpräsidentin, sehr geehrte Minister, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Greg Lowe und ich bin der Vorstandsvorsitzende von... Ersten Mal nach Deutschland. Ich habe damals für ein Halbleiterunternehmen gearbeitet. Zu der Zeit haben wir mit Siliziumchips eine neue Ära der Sicherheit in der Automobilindustrie eingeleitet. Neue Systeme wie ABS, Airbags und Traction Control zu ermöglichen. Es war sicherlich eine spannende Zeit in der Automobilindustrie. Niemals hätte ich mir vorstellen können, 3 Jahrzehnte später mit Silicium Carbide Chips wieder eine neue Ära in der Automobilindustrie einzuleiten. Den Übergang von Verbrennungsmotor zum Elektrofahrzeug. Vielleicht eine Ära, die nicht nur für die Autoindustrie spannender ist, sondern auch für eine saubere und grüne Welt selbst. Als Amerikaner stehe ich heute im Saarland, im Zentrum Europas, in die Nähe zu Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Durch den Kohlenbergbau hat dieses Industriegebiet seit über 150 Jahren große Werte geschaffen. Heute wollen wir mit der geplanten, weltweit größten und modernsten Fabrik für Halbleiter aus Kohlenstoff und Silizium in Ensdorf Geschichte schreiben. Die Erfolgsgeschichte von Silicium Carbide Chips in der Energie- und Leistungselektronik. Silicon Carbide ist die Antwort auf die größten Herausforderungen unserer Zeit: Energiesparen und Umweltschutz. Wenn Halbleiter aus Silicon Carbide bestehen, können elektrische Fahrzeuge schneller fahren und schneller geladen werden und helfen beim Wandel vom Benziner zum vollelektrischen Fahrzeug. Solarparks können effizienter sein und direkt mehr saubere Energie ins Netz speisen. Und das hilft uns dabei, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Und viele weitere industrielle Applikationen können ihre Arbeit effizienter gestalten mit weniger Energie. Und das wiederum ermöglicht es uns, grüne Energie an Menschen zugänglicher zu machen, und zwar kostengünstig. Wolfspeed ist ein Vorreiter bei der Herstellung und Applikation von Siliziumcarbid. Wir arbeiten an diesem Material schon seit über 35 Jahren. Wir wissen, dass diese Technologie sehr, sehr talentierte Teams verlangt, um eben die besten Ergebnisse erzielen zu können. Bei unserer globalen Suche für einen Standort für ein neues Werk haben wir uns einfach in das Saarland verliebt. Hier auf diesem Grundstück, wo vorher ein Kohlekraftwerk stand, eine Erinnerung an unsere industrielle Vergangenheit, da wollen wir eine Brücke bauen. Eine Brücke in eine bessere, saubere Industriezukunft. Dieses neue Werk ist natürlich nur möglich aufgrund der wichtigen Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse für Mikroelektronik. IPCEI ist ein EU-industrielles Instrument, das genutzt werden muss, um Europas Bemühungen zu hebeln, um eine globale Hightech-Standort für Unternehmen wie Wolfspeed zu sein. Ohne diese Förderung könnte man das Projekt in Europa nicht realisieren. Wir sind beeindruckt von der Unterstützung der Energie und der Begeisterung der Bundesregierung sowie der saarländischen Landesregierung. Und wir sind uns sicher, dass die talentierten Menschen hier im Saarland uns dabei helfen werden, eine Weltklasse-Halbleiterfabrik aufzubauen und zu betreiben. Sie haben jetzt viel von unserer Vision schon gehört und ich möchte Ihnen einen kurzen Eindruck geben, wie das Ganze aussehen könnte. Schauen wir uns das Video an. We'll be right back.
Europa. Wunderschön. Okay, super. Was für schöne Bilder von der Vergangenheit in die Zukunft. Und was Sie gerade gesehen haben, ist unsere Vision für die größte, weltweit größte und modernste 200-mm-Wafer-Fabrik für Silizium-Carbid-Chips. Dieses Werk wird neue Standards im Fertigungsprozess stellen, mehr als 600 Mitarbeiter an Bord nehmen und viele weitere indirekte Arbeitsplätze schaffen. Sobald das Projekt die EU-Genehmigung erhält und somit Finanzierung aus dem Deutschland und Saarland ermöglicht, werden wir mit dem Bau beginnen. Das erwarten wir in den nächsten Monaten, sodass wir so schnell wie möglich beginnen können. Wie dem auch sei, wir planen nicht nur hier eine bahnbrechende, innovative Fabrik zu bauen, sondern auch ein F&E-Center hier in Deutschland gemeinsam mit unserem Partner ZF aufbauen. Der Fokus des F&E-Zentrums wird auf innovativen Methoden und Technologien zur Verbesserung der Applikation von Siliziumcarbid sein. Und das führt dazu, dass wir immer noch mehr Energie sparen können. Und jetzt möchte ich Stefan von Schuckmann, Mitglied des Vorstandes der ZF, auf die Bühne einladen, damit er ein bisschen mehr zu unserem Zukunft. Vielen Dank, Greg. Ein herzliches Willkommen auch meinerseits, sehr verehrte Damen und Herren. Nach Jahren der harten gemeinsamen Zusammenarbeit, lieber Greg, ist es mir eine große Freude, mit dir den nächsten großen Schritt unserer Zusammenarbeit verkünden zu dürfen, zwar heute. Denn es ist wirklich ein sehr großer Schritt. Wolfsheed und ZF werden die Anwendung von Siliziumcarbid-Halbleitern auf ein komplett neues Level ebnen für ein breites Spektrum an Applikationen. Global gesehen ein einzigartiges Projekt, das heute hier beginnt, an der Saar. Woraus besteht genau das Gesamtprojekt? Nun, gleichzeitig zum Bau der hochinnovativen Chipfabrik werden wir ebenfalls in Deutschland ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für die nächste Generation der Leistungselektronik aufbauen. Fab und Forschungszentrum sind zwei Säulen eines integrierten Projektes. ZF bringt dabei seine langjährige Erfahrung mit elektronischen Antriebssystemen über alle Anwendungsgebiete hinweg ein. Und diese Kompetenz bündeln wir mit dem einzigartigen Know-how von Wolfspeed bei der Fertigung von 200 mm Silizium-Carbid-Halbleitern. Und so bauen wir gemeinsam die Brücke von der Forschung in die Produktion, from the lab to the fab, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Thema Halbleiterförderung vor einem Jahr sagte. Und ZF wird sich dabei über eine Mehrheitsbeteiligung am Entwicklungszentrum sowie über eine Minderheitsbeteiligung an der Fabrik engagieren. Und gerade in der Leistungselektronik findet in den nächsten Jahren die entscheidende Innovation statt. Steve Jobs hat gesagt, dass Innovation den Unterschied zwischen Führenden und Verfolgern ausmacht. Und wir wollen führend sein bei Energieeffizienz, Energiedichte, Temperaturresistenz und weiteren entscheidenden Kennzahlen. Und das sind keine abstrakten Spielereien. Für Elektrofahrzeuge beispielsweise bedeutet dies ganz konkret höhere Reichweiten, kürzere Ladezeiten, kleinere Batterien, geringere Kosten und damit im Endeffekt mehr Klimaschutz. Und ZF dient dabei als unmittelbares Bindeglied zum Markt, also zwischen Forschung, Entwicklung, Produktion und auch Applikation. Denn die Halbleiter, die hier in Ensdorf in den kommenden Jahrzehnten entstehen, können wir gemeinsam durch den Forschungsfokus optimal auf die jeweiligen Anwendungsgebiete anpassen. Und damit schafft unser Projekt eine komplette und nahtlose Wertschöpfungskette für Halbleiter und das hier im Herzen Europas auf bislang unerreichtem technologischem Niveau. Und dabei gehen unsere Ambitionen über die Anwendung in Fahrzeugen noch hinaus. Silizium-Carbid-Halbleiter werden auch in Ladestationen, in Photovoltaik- und Windkraftanlagen und weiteren Anwendungen zum Einsatz kommen. Und für ZF öffnen sich dadurch
neue strategische Optionen für die Gestaltung der Transformation unseres Unternehmens. Und wie Greg Lowe bereits sagte, wir arbeiten gemeinsam an der Umsetzung der perfekten Transformationsstory. Das treibt uns gemeinsam an, als Unternehmer, aber eben auch als Menschen. Und dafür, lieber Greg, mein Dank und ganz ausdrücklich auch den Dank an die Projektteams auf beiden Seiten, die längst zu einem einzigartigen und wirklich hochmotivierten Team zusammengewachsen sind. Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir die Zukunft der Mobilität mit Wolfspeed gemeinsam gestalten können. Herzlichen Dank. That was terrific. Thank you. Ja, danke, Stefan. Wir bei Wolfspeed freuen uns sehr über diese starke Partnerschaft, die wir haben. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Jetzt möchte ich den Geschäftsführer der ZF-Gruppe auf die Bühne bitten, Dr. Holger Klein. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Ministerpräsident, verehrte Herren Minister, Abgeordnete, liebe Frau Müller, sehr geehrte Damen und Herren. ZDF ist über 100 Jahre alt und wir waren immer offen für Wandel. Ich treffe dieser Tage viele junge Ingenieurinnen und Entwickler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die ganz unterschiedliche Motivationen haben. Die einen wollen Leben retten durch neue Sicherheitstechnologien. Andere forschen daran, Windräder leiser zu machen. Wieder andere wollen autonome Shuttle auf die Straße bringen. Und viele, besonders viele, wollen die Elektromobilität zum Erfolg führen. Gemein ist allen, dass sie von diesem Projekt sichtbar einen zusätzlichen Motivationsschub erhalten. Man könnte auch sagen, sie sind elektrifiziert. Warum? Weil das heute vorgestellte Projekt ein strategischer Schritt ist und Innovationen in den Bereichen der Mobilität und Energie voranbringen wird. Denn Greg hat darüber gesprochen, Silicium-Carbide-Halbleiter sind eine Schlüsseltechnologie. Deswegen bin ich so dankbar für die Zusammenarbeit mit Wolfspeed. Dear Greg, we can do such great things together. Looking forward to that. In meinen Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spüre ich aber teilweise auch Sorgen. Sorgen vor dem Wandel, der sich immer weiter beschleunigt. Wie könnte es auch anders sein, ein Unternehmen, das als Getriebehersteller groß geworden ist und sich in den letzten Jahren als Technologiekonzern für Mobilität und Industrietechnik neu erfunden und aufgestellt hat. Allein im Saarland beschäftigen wir heute etwa 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wenige Kilometer von hier in Saarbrücken steht unser weltweit größter Getriebestandort, ein hochmodernes Werk, auf das wir stolz sind und dessen Wandel ZF gestaltet, zusammen mit der saarländischen Regierung und mit unseren Sozialpartnern. Aber der Markt verändert sich rasant hin zu vollelektrischen Pkw. Die EU-Entscheidung für ein Verbrennerverbot beschleunigt diesen Wandel. Über das Für und Wider dieser Entscheidung möchte ich heute hier nicht sprechen. Wir nehmen die notwendige Transformation als Fakt an. Wir müssen sie annehmen. Dieses Projekt und unsere Investitionen der letzten Jahre verdeutlichen allerdings auch, wir haben sie angenommen. Mit Engagement, Zuversicht und viel, viel Disziplin. Es ist aber kein Geheimnis, dass der umfassende Wandel der Mobilität gewaltige Herausforderungen für die gesamte Industrie mit sich bringt. Diese werden in der aktuellen Wirtschaftskrise noch drängender, für viele Unternehmen gar existenzbedrohend. Auch bei ZF erfordern sie eine noch klarere Priorisierung von Projekten und Ressourcen, ein noch schnelleres Voranschreiten als bisher und noch fokussiertere strategische Entscheidungen. Und die Entscheidung für dieses Projekt ist absolut die richtige. Denn wir gestalten damit die Mobilitäts- und Energiewende. Außerdem machen wir die europäische Industrie mit Innovation unabhängiger, die Lieferketten stabiler und moderieren die Auswirkungen des Wandels zur E-Mobilität auf die Beschäftigung. Dabei haben wir bei Weitem nicht nur automobile Anwendungen im Blick.
Denn wir können die innovativen SiC-Technologien viel breiter einsetzen, basismäßig überall da, wo elektrische Energie umgewandelt wird. So hat beispielsweise schon heute weltweit jede vierte Windkraftanlage ein ZF-Getriebe. Das ist unser Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Gemeinsam sind Wolfspeed und ZF auch zukünftig in der Lage, die Automobilindustrie und andere Industriezweige zuverlässig mit Lösungen auf Basis moderner Halbleitertechnologie zu beliefern. Das sind gute, sehr gute Nachrichten für unsere Kunden, aber auch für den Industriestandort. Auch Europa profitiert, denn das Projekt unterstützt die Ziele des European Chip Acts, die digitale Transformation und den europäischen Green Deal. Europa zeigt hier, dass mit Hilfe der sogenannten IPCEIs auch in Zeiten des globalen Wettbewerbs erfolgreich internationale Investitionen angezogen werden können. Abschließend möchte ich mich deshalb ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Bundeskanzler, startend und der Bundesregierung und bei Ihnen, Frau Ministerpräsidentin und der Landesregierung. Vielen Dank, dass Sie mit uns an einem Strang gezogen haben. Und ich muss sagen, immer pragmatisch, unkompliziert und am Erfolg der Sache orientiert. Projekte dieser Dimension sind nur durch den engen Schulterschluss von Wirtschaft und Politik und mit strategischen Partnern in der Industrie möglich. Sonst wäre eine Fabrik dieser Dimension in Europa nicht denkbar gewesen. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit den Entscheidungsträgern in Deutschland und auf der EU-Ebene, denn der wichtige EU-Prozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Mein ausdrücklicher Dank gilt auch den Wirtschaftsministerien und Finanzministerien, sowohl im Bund als auch auf Länderebene, von den zuständigen Referaten bis zur Hausspitze und an die vielen, die uns in Berlin und Saarbrücken quer durch alle Fraktionen unterstützt haben. Danken möchte ich Ihnen allen, dass Sie heute hier sind, ausdrücklich auch den gewählten Abgeordneten, die mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung dieses Vorhabens hier unterstreichen. Und ich danke der Gemeinde Ensdorf. Heute sind wir Gäste, morgen wollen wir gute Nachbarn sein. Vielen Dank, Greg, thank you and your team. And the great work you did with Stefan and the team together. The team is the star. Thank you very much. Absolutely. Thank you. Great stuff. Thank you. Thank you, Holger, and vielen Dank for the. And now it's my pleasure. Jetzt ist es meine große Ehre, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, auf der Bühne zu begrüßen. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Bundeswirtschaftsminister, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Unternehmensvertreter, dear Craig, sehr geehrter Dr. Klein, sehr geehrter von Schuckmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich sage es an dieser Stelle mal mit besonderer Freude auch, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Die weltweit modernste Halbleiterfabrik, sie wird im Saarland gebaut, und deshalb ein herzliches Willkommen am Place to Be, wenn es um die Zukunft der Industrie geht. Mit dieser Ansiedlung sollen bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Und eine solche Hochtechnologieansiedlung macht und im Zusammenhang auch mit noch ein paar anderen in jüngster Vergangenheit getroffenen Entscheidungen das Saarland tatsächlich zu einem begehrten Standort der Elektromobilität in Europa. Und das als ein Standort, der aus der Verbrennerwelt kommt. Und ich glaube, man kann heute auch sagen, im Saarland ist in der Reihe dieser Entscheidungen ein wirtschaftlicher Aufbruch spürbar. Und insofern sind wir froh, dass wir die Chance haben, das auch mitzugestalten. Ein Instrument dafür ist der von uns eingerichtete Transformationsfonds, der uns überhaupt erst die Chance gibt, bei solchen Ansiedlungen auch zuzugreifen und aktiv mitzuwirken. Und damit haben wir jetzt zusammen mit der Entscheidung, die jüngst bei ZF getroffen worden ist, mit den Entscheidungen in der Stahlindustrie innerhalb der Kürze der Zeit
3 ganz konkrete Anwendungsbeispiele, wie deutlich wird, dass man sich selbst auch Chancen erarbeiten kann, wenn man sich dafür auch die Instrumente gibt. Und was hier am Standort in Ensdorf geschieht, ist auch ein hoffnungsvolles Sinnbild für unser Land. Insofern darf ich einmal noch Ihren Blick ein bisschen auch durch diese Fensterfront lenken. Denn die wirtschaftliche Stärke dieses Landes gründet historisch auf Kohle. Bergbau, Kraftwerke, Verhüttung. In der Stahlindustrie ersetzen wir jetzt die Kohle durch den Wasserstoff. Und hier in Ensdorf, wo früher Kohle zu Strom wurde, werden bald die Halbleiter zur Zukunft hergestellt werden. Mit dem Aufbruch in die Elektromobilität gelingt dem Saarland damit ein Leuchtturmbeispiel für erfolgreichen Strukturwandel einer ganzen Branche und damit letztendlich auch unseres ganzen Landes. Und deshalb sage ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich Dankeschön. Dankeschön an die Unternehmen für das Vertrauen, das sie auch zum Ausdruck bringen mit ihrer Entscheidung, aber auch für die bisher sehr vertrauensvolle und sehr professionelle Zusammenarbeit. Und lieber Greg, ich kann mich erinnern noch an unsere ersten Treffen. Wir haben eben auch noch mal ein bisschen darüber gesprochen und den Eindruck, den ich dabei gewonnen habe. Und zwar ein Eindruck, dass es bei den Verantwortlichen und ganz persönlich auch bei dir nicht nur darum ging, ein Grundstück zu finden, sondern dass das Interesse über das Grundstück hinausgeht, dass es ein Interesse gibt an diesem Land, an der Geschichte dieses Landes, an den Menschen und an der Frage, wie ein Strukturwandel in diesem Land gelingen kann und an welcher Stelle man als innovatives Unternehmen letztendlich dazu auch einen Beitrag leisten kann und wie wir gemeinsam an einer solchen erfolgreichen Transformationsstory auch mitwirken können. Und deshalb sage ich ein herzliches Dankeschön. Thanks a lot, Greg, und dir und deinem Team für diese bisherige gute Zusammenarbeit und für die Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und ich sage mal auch Dankeschön natürlich in Richtung ZF, denn ZF zeigt mit dieser Kooperation auch eben, dass sie ein Paradebeispiel eines Unternehmens ist, das die Zukunft selbst gestalten möchte. Und insofern ein herzliches Dankeschön, Herr Dr. Klein, aber natürlich auch Ihnen, Herr von Schuckmann, für diese Entscheidung, die Sie mit unterstützt haben. Aber man muss sicherlich auch sagen, insgesamt für die Treue zum Standort hier im Saarland. Die Ansiedlung von Wolfspeed, wir haben das eben noch mal gehört, schafft die Möglichkeit, Arbeitsplätze von morgen zu sichern. Die Forschung mit ZF schafft die Arbeitsplätze von übermorgen. Beides ist gleichermaßen wichtig. Im bisherigen gesamten Prozess haben wir miteinander gesehen, dass Erfolge mal wieder nicht vom Himmel fallen, sondern dass man dafür die Ärmel hochkrempeln muss. Diesen Brownfield-Standort mit neuem Leben zu erfüllen, hat tatsächlich monatelange Vorarbeit gebraucht. So schön das jetzt hier ist, dass wir wunderbar miteinander zusammensitzen können. Ein bisschen Arbeit war es schon gewesen. Seit dem Frühjahr 2021 sind wir, lieber Jürgen, ich war damals noch sozusagen auf deinem Posten, ich als Wirtschaftsministerin, aber stets, das darf ich genauso deutlich sagen, in guter Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei, und die ist ja jetzt nicht schlechter geworden, im intensiven Austausch mit den beiden Unternehmen. Schließlich Ende 2021 hat das Unternehmen ja belastbares Interesse am Saarland bekundet. Das war für uns damals schon ein toller Zeitpunkt. Wir haben uns sehr gefreut über dieses wichtige Signal. Rückblickend muss man sagen, danach ging die Arbeit aber eigentlich erst richtig los. Und so eine Ansiedlung ist nun mal kein Handshake-Deal. Sie kann an jedem Punkt scheitern. Und ich bin froh, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und seit einem Jahr nehmen wir Hand in Hand mit den Unternehmen eine Hürde nach der anderen, um dieses Projekt ins Ziel zu bringen. Ich will aber auch sagen, dass nicht nur wir das tun, sondern dass
wir an dieser Stelle einen weiteren Dank schulden, nämlich an der Stelle dem Bundeskanzler Scholz, dem Bundeswirtschaftsminister Habeck, die heute mit ihrer Anwesenheit ein starkes Zeichen setzen, nämlich ein starkes Zeichen dafür, dass Deutschland ein Industrieland bleiben möchte und dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir dafür auch was tun müssen, aber wenn wir die Gelegenheit erhalten, dass wir sie dann letztendlich auch ergreifen. Beide haben nicht gewackelt. Beide haben nicht gewackelt, als mit dem Inflation Reduction Act die Konkurrenz in den USA härter wurde. Das ist sie geworden, aber wir können heute auch feststellen, wir können in diesem Konkurrenzkampf bestehen. Und das ist sicherlich auch der ganz hervorragenden Zusammenarbeit geschuldet. Und ich kann das nur unterstreichen, was Dr. Klein an dieser Stelle auch gesagt hat. Lieber Robert, nochmal ein herzliches Dankeschön dafür, für das Engagement, dem ganzen Team in der Bundesregierung. Und insgesamt will ich sagen, danke, lieber Olaf, danke, lieber Robert, dass die Bundesregierung im Strukturwandel fest an der Seite des Saarlandes steht. Wir sind früher und wir sind umfassender betroffen. Je besser es hier gelingt, desto mehr Mut können wir damit auch anderen Regionen machen, die in Deutschland vor gleichen oder ähnlichen Herausforderungen stehen. Ein herzliches Dankeschön dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ansiedlungen sind harte Arbeit. Wir haben im Saarland jetzt schon erfreulicherweise zum wiederholten Male gezeigt, dass wir das können. Dabei hat bekanntermaßen der Erfolg immer viele Väter, gelegentlich auch Mütter. Und einer dieser Väter ist ganz sicherlich Jürgen Barke. Ihm, aber auch allen anderen, die auf dieser Wegstrecke mitgewirkt haben, dafür, dass wir heute diesen Tag so miteinander begehen können, will ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich Dankeschön sagen. Es ist ein großartiger Tag für das Saarland und als saarländische Ministerpräsidentin kann ich nur sagen, ich freue mich wahnsinnig über diesen Erfolg, denn er macht Mut und er gibt auch den Saarländerinnen und Saarländern Zuversicht, dass wir diese großen Herausforderungen bestehen können. Diese Ansiedlung schlägt ein neues Kapitel in der Wirtschaftsgeschichte dieses Landes auf. Wir wollen ihm weitere hinzufügen. Herzlichen Dank und Glück auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Ministerpräsidentin, und ich kann Ihnen sagen, wir waren vom ersten Tag an beeindruckt. Und ich kann auch sagen, dass das erste Treffen, was wir mit Ihnen hatten, danach sind wir zum Abendessen gegangen und unser Team ist zurück ins Hotel und da haben wir uns noch mal kurz für ein Follow-up zusammengefunden. Und jemand hat sich umgedreht, hat mich angeschaut und mich gefragt, und was denkst du? Und ich hatte nur ein einziges Wort, wow. Daher herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, dass unser nächster Redner jetzt auf die Bühne kommt, Bundeskanzler Scholz. Sie hier begrüßen zu dürfen, please. Liebster Low, sehr geehrter Herr Klein, sehr geehrter von Schuckmann, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Anke, sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Robert, sehr geehrter Minister Barke, verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Landtages, meine Damen und Herren. Vor 2 Wochen war ich beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da habe ich den versammelten Spitzenkräften der großen internationalen Unternehmen zugerufen, wenn sie nachhaltig und rentabel in die Zukunft investieren wollen, dann kommen sie zu uns. Kommen sie nach Deutschland und nach Europa. Don't look any further. Lieber Herr Loh, lieber Herr Klein, Sie haben sich für Europa entschieden, für Ihre Fertigungsanlage hier in Ensdorf und einen weiteren Standort in Deutschland für Ihr Forschungszentrum. Das ist der handfeste Beweis dafür, dass meine These richtig ist. Ihnen rufe ich heute aus voller Überzeugung zu. You have found the place you were looking for.
Hier im Saarland finden Sie genau die Bedingungen, die Wolfspeed und ZF brauchen, um gemeinsam die nächste große industrielle Revolution mitzuprägen. Viel spricht dafür, dass Halbleitern aus Siliziumkarbid Zukunft gehört, auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, in der Telekommunikation und ganz besonders bei der Elektromobilität. Mit Chips aus Siliziumkarbid erzielen Elektrofahrzeuge, wir haben es schon gehört, eine größere Reichweite, das Laden geht schneller, die Effizienz steigt. Man kann deshalb ohne Übertreibung sagen, mit dem Bau dieser Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid kehrt die industrielle Revolution nach Ensdorf zurück. Denn ganz vorn dabei, cutting edge, war man hier an der Saar in industrieller Hinsicht auch früher schon. Mehr als 200 Jahre lang wurden hier in Ensdorf Steinkohle gefördert, aufbereitet und verbrannt. Die gigantische Berghalde hier im Ort zeugt davon. Diese große Ära der Montanindustrie ist Geschichte. Was für ein tiefer Einschnitt das war, nicht nur für Ensdorf, nicht nur an der Saar, sondern überall in den klassischen Industriereviren in Europa, das muss ich keinem erzählen. Manche sprechen nostalgisch von der guten alten Zeit und völlig unverständlich ist das ja auch nicht. Aber meine Damen und Herren, dass die gute alte Zeit vorbei ist, bedeutet nicht, dass keine gute neue Zeit anbrechen kann. Es ist doch so, Wolfspeed und ZF kommen hierher an die Saar, gerade weil es hier so viel Erfahrung gibt in Sachen Energie, so viel industrielles Know-how, so viele gut ausgebildete Facharbeiter und Ingenieurinnen. Es ist doch kein Zufall, dass gerade hier nun neue Arbeitsplätze für die Zukunft entstehen, sondern das liegt daran, dass es hier im Saarland Umbrucherfahrungen gibt, Offenheit für Neues und die Entschlossenheit, das Neue anzupacken. Und deshalb zeigt sich hier in Ensdorf, die gute alte Zeit schafft die Grundlage für die gute neue Zeit, die vor uns liegt. Mit der Milliardeninvestition von Wolfspeed und ZF bricht diese Zeit jetzt hier in Ensdorf an, mit neuem Wohlstand und neuen guten Industriearbeitsplätzen, mit Technologien, die für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung eine wichtige Rolle spielen werden. Ich will den Bogen aber noch weiter schlagen. Die neue Chipfabrik wird auch einen deutlichen Beitrag dafür leisten, dass unsere europäische Industrie verlässlich mit Halbleitern versorgt wird. Wie wichtig das ist, haben wir in Deutschland und Europa in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen und auch, wie ernst die Lage werden kann, wenn Lieferketten reißen, zum Beispiel die Versorgung mit Halbleitern stockt. Gerade die Erfahrungen der Pandemie haben uns gelehrt, dass wir in Deutschland und Europa in technologischer, digitaler und logistischer Hinsicht resilienter werden müssen. Deshalb werden wir Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten systematisch verringern und unsere Handlungsfähigkeit stärken. In Europa setzen wir dabei auf den Markt, auf Wettbewerb und Innovation. Wir setzen aber auch auf gemeinsame europäische Förderinstrumente, zum Beispiel die sogenannten Important Projects of Common European Interest. Und wir setzen auf den European Chips Act, der derzeit noch in Brüssel verhandelt wird, aber schon jetzt erste Wirkung entfaltet. Gerade hier bei uns in Deutschland sind mithilfe dieser Instrumente bedeutende Investitionen geplant, zu denen diese Fertigungsanlage hier im Saarland gehört. Dazu gehören aber auch weitere Projekte an anderen Standorten in Deutschland, etwa in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. Die Investition von Wolfspeed und ZF ist damit ganz praktischer Ausdruck unserer zentralen politischen Zielsetzung. Und sie ist zugleich praktischer Ausdruck dafür, wie sinnvoll offene Märkte und gerade auch die transatlantische wirtschaftliche Zusammenarbeit sind. In diesen Tagen ist ja viel vom amerikanischen Inflation Reduction Act die Rede und von seinen möglichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Europa. Zunächst mal ist es doch positiv und hochwillkommen, wenn die USA vorankommen wollen beim Klimaschutz und bei klimafreundlichen Technologien. Und zugleich sprechen wir natürlich mit unseren amerikanischen Freunden, damit europäische Unternehmen dadurch nicht benachteiligt werden. Denn nicht Zollschranken oder strenge Ursprungsregeln sorgen für Innovation, sondern offene Märkte und fairer Wettbewerb.
Für mich ist die Debatte über den Inflation Reduction Act auch Ansporn für uns Europäer, immer wieder zu überprüfen, wie wir die Bedingungen für Investitionen hier bei uns weiter verbessern können. Dazu gehört, dass wir das europäische Beihilferecht noch agiler und zeitlich befristet auch flexibler machen, damit Investoren frühzeitig wissen, mit welcher Unterstützung sie rechnen können. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dazu wichtige Vorschläge gemacht, die alle in die richtige Richtung gehen. Lieber Greg Lowe, in einem Interview hat man Ihnen vor einigen Jahren mal die Frage gestellt, what makes you happy? Und Ihre Antwort lautete, when a group of individuals come together and accomplish something they first thought was impossible. Mein Eindruck ist, genau das passiert hier gerade. Und das ist tatsächlich ein Grund zu großer Freude, nicht nur bei der Ministerpräsidentin. Ein kompliziertes Projekt wie dieses funktioniert ja überhaupt nur dann, wenn viele, viele Beteiligte am selben Strang und auch noch in dieselbe Richtung ziehen. Die Projektteams der beiden Unternehmen sind heute hier, ebenso Mitarbeiter und Mitarbeiter der beteiligten Behörden von der Stadt über das Land bis zum Bund. Herzlichen Dank für diesen intensiven Einsatz. Den Partnern von Wolfspeed und ZF wünsche ich großen Erfolg mit ihrem gemeinsamen Projekt und uns allen viele positive Effekte. Viele positive Effekte. Für das Saarland, für Deutschland, für Europa und für die transatlantische Zusammenarbeit. Glück auf und schönen Dank. Danke. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, dass Sie heute hier sind, für Ihre Worte, die wirklich Ihr Engagement zeigen. Und ich weiß, ich sage nochmal, wir machen das Unmögliche möglich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir machen jetzt weiter mit unserer Podiumsdiskussion weiter. Wir haben drei Teilnehmer, die heute hier mit dabei sind. Der erste ist Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Umweltschutz in Deutschland. Hildegard Müller, die Präsidentin des Verband der deutschen Automobilindustrie. Und Jürgen Barke, saarländischer Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie. Bitte kommen Sie hoch zu uns. We're gonna be right here. Herr Habeck, wir sind Ihnen persönlich und um den Wirtschaftsministerium sehr dankbar für die Einsatz für das Important Project for Common European Interests. Wie wichtig sind Halbleiter für die Ziele der Bundesregierung und was ist die Bedeutung des IPCEI-Prozesses für Deutschland? Ja, vielen Dank. Wenn ich einmal die Erlaubnis habe, würde ich den Worten des Bundeskanzlers ein fettes Ausrufezeichen hinterher setzen. Ich weiß schon, dass ich jetzt Repräsentant des Wirtschaftsministeriums bin und wir die Politikerinnen und Politiker die Reden halten, aber die Hauptarbeit haben natürlich andere gemacht und deswegen will ich auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen von den verschiedenen Institutionen und Unternehmen sagen, die Telefonkonferenzen, die Videokonferenzen, das ewige Bohren bei der Europäischen Union, das haben ja Sie gemacht, also es ist vor allem dann Ihr Tag. Aber sonst haben wir ja am Anfang diesen Videofilm gesehen, wo man gesehen hat, wo Halbleiter überall eingesetzt werden. Und Frau Müller wird es gleich sicherlich intensiver noch erklären können als ich, dass die 200-Millimeter-Produktion im Grunde der Engpass in Europa jetzt war in den letzten Jahren und noch immer ist. Und der Hochlauf, die Bedingung dafür ist, dass wir bei allen Techniken weiter vorankommen. Und das ist ja auch in den Reden eben deutlich geworden, dass es jetzt hier, aber ich würde sogar sagen, dass es heute hier passiert, ist natürlich symbolisch besonders stark, weil wir, muss man nicht drum herum reden, aus einer wirtschaftlich schwierigen Phase gerade den Kopf wieder über Wasser kriegen. Und vielleicht ist es jetzt das erste Major Investment, also der Startschuss für möglichst viele neue innovative Industrieprojekte in Deutschland. Und deswegen her mit den Halbleitern.
und Produktion möge beginnen. Möglichst schnell, wir brauchen die schnell. Danke. Frau Müller, die Transformation von Verbrennungsmotor zum E-Mobilität ist zentral für die Automobilindustrie insgesamt. Wie schaut die Industrie auf diese Investition? Ich glaube, sie schaut insgesamt auch, wie die heute beteiligten Unternehmen auf diesen Wandel. Und mein Kompliment an Wolfspeed, an ZF auch für das hohe Commitment, die Kreativität, die hohe Qualität, die dort hintersteht, aber auch, und das spürt man, glaube ich, durch jede Pore, die Begeisterung und die Aufbruchstimmung, die hier herrscht. Also Kompliment und herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Und das ist sinnbildlich für die Transformation, in der die Automobilindustrie steht. Wir wollen alleine bis 2026 rund 220 Milliarden Euro investieren in Forschung, Innovation, neue Antriebe und eben natürlich auch in das Thema, in dieses so wichtige Thema Halbleiter. Wir schätzen, dass der Bedarf sich bis 2030 verdreifachen wird. Das hat mit der Elektromobilität zu tun, mit der Digitalisierung. Insofern highly appreciated, was Sie hier tun. Ein ganz wichtiges Signal für den Standort. Wir haben Studien, dass wir ansonsten mit erheblichen Standortnachteilen rechnen müssten. Und deshalb auch mein Dank und mein Kompliment an die Bundesregierung, an die Landesregierung für dieses entschlossene Handeln. Und das zeigt, glaube ich, wie auch ein gemeinsamer Weg gehen kann, nämlich die Herausforderung anzunehmen, auch zu schnell und ja, bereit und in der Lage zu sein, sozusagen die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die hohe Kompetenz, die wir hier am Standort haben, die Einsatzbereitschaft mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen zusammenkommen und wir so Großes auch am Standort in Deutschland und in Europa auch in Zukunft schaffen können. Dankeschön. Herr Minister, auch Ihnen besonderen Dank für die Unterstützung der Landesregierung. Das Saarland steht mitten in der Industrial Transformation. Was ist der Kontext hier in Saarland, in dem Sie dieses Projekt sehen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das Saarland ist permanent im Strukturwandel, schon ob seiner Geschichte. Viele von Ihnen kennen Sie. Und Strukturwandel kann man ertragen, aber man kann ihn auch aktiv gestalten. Und dafür braucht es Instrumente. Und ich glaube, wir haben die richtigen Instrumente zur richtigen Zeit, um in die Zukunft dieses Landes zu investieren. Und die industrielle Kooperation von Wolfspeed und ZF macht diesen Prozess des Transformationswandels zu einem echten Gamechanger. Diese Investition ist der echte Gamechanger für den Standort, weil mit dieser Investition eine neue Leitindustrie im Saarland entsteht. Zur Technik ist einiges gesagt worden. Und diese Leitindustrie, die wird viele Perspektiven eröffnen für Unternehmen am Standort, aber sie wird auch eine Sogwirkung haben, dass viele die Nähe zur Leitinvestition zum Wolfspeed-Werk suchen werden und damit werden auch in der Zukunft neue Arbeitsplätze entstehen. Das schafft Perspektiven für Unternehmen, das schafft Perspektiven für junge Menschen. Das ist genau das, was wir in Zeiten von Verunsicherung brauchen. Und deshalb ist das ein so großer Tag und deshalb vielen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem Wolfspeed-Team, alle heute hier vertreten. Vielen Dank aber auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der Bundesregierung, denn ohne euch hätte das auch nicht alles so funktioniert. Deshalb, zusammen sind wir stark. Der Franzose würde sagen, l'union fait la force und dann lasst uns so in die Zukunft gehen. Wir halten das Tempo. Thank you. Appreciate it. Minister Mark, lassen Sie mich dazu nachfragen. Wie nehmen wir die Menschen, auch den traditional industrial Arbeiter, mit auf diese Reise? Ja, das ist das ganz Spannende bei diesem Thema. Wir werden in einer Zeit, wo wir darauf angewiesen sind, den Standort erfolgreich zu machen, in Zeiten, wo die Produkte immer schneller wechseln, immer neue und immer schneller neue Produkte in den Markt kommen, sind wir darauf angewiesen, hohe Qualifikation von Menschen am Standort zu haben. Und diese Qualifikation erreichen wir durch Weiterbildung und Qualifizierung, die erreichen wir durch Angebote im Hochschulumfeld, aber die erreichen wir, wenn die Dynamik in einem Transformationsprozess so nachhaltig spürbar wird, dass der Funke auf die Menschen überspringt und sie ihre Perspektive in diesem Land suchen. Und Qualifikation eingehen, das ist schon eine Last, die ein Mensch auf sich nimmt. Aber wenn mit dem Eingehen von Weiterbildung und Qualifizierungsangeboten die Voraussetzung für die eigene Performance geschaffen wird, dass man am Standort, an dem man gerne lebt und arbeiten will, dann wenn da die Voraussetzungen geschaffen sind durch das Spürbarwerden einer Dynamik in einem Transformationsprozess. Und deshalb danke dafür. Ihr macht mit eurer Investition
Dynamik spürbar. Da ist in der Vergangenheit einiges gelungen, aber jetzt wird es richtig greifbar. Ja. Das wird auf die Menschen überspringen und das wird gut sein für diesen Standort. Vielen, vielen Dank. Absolutely right. Thank you. Frau Müller, welche drei Dinge erhoffen Sie sich von der Politik, damit Deutschland und Europa stärker Automobilstandort in der Transformation zur E-Mobilität bleiben? Ja, ja. Nur drei sagt er schon, aber er weiß ja nicht, oder er weiß schon eigentlich, was ich in meinen drei Wünsche alles reinpacken kann. Insofern nehme ich die Steilvorlage natürlich gerne auf, Herr Wirtschaftsminister. Wir sind auch sehr dankbar über den Austausch darüber. Der erste Punkt ist, glaube ich, wirklich, und das ist gerade schon deutlich geworden, entscheidend sind jetzt wettbewerbsfähige Standort- und Rahmenbedingungen. Die Industrie entfesseln, wie das auch zum Beispiel in den USA passieren. Dazu gehören Planungs- und Genehmigungsverfahren, Rohstoffabkommen, die Handelsabkommen, die so wichtig sind und wo jetzt ja auch sehr intensive Bemühungen sind, ein ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema, das merken wir nicht nur in der Industrie, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, ist, glaube ich, in der Tat eine Energiepolitik, die diesen Weg in die All Electric Society auch begleiten kann. Ausreichend erneuerbare Energien sind der Schlüssel zum Gelingen der Transformation, die wir auch haben. Ob das national ist oder durch Energiepartnerschaften, das ist der zweite, glaube ich, ganz entscheidende Wettbewerbsfaktor. Bezahlbare Energiepreise, zurzeit sind wir dort hinten an gegenüber anderen Standorten. Und der letzte und dritte Punkt greift an, das, was Sie gesagt haben, qualifizierte Zuwanderung, glaube ich. Wir brauchen, es zeigt sich auch an dieser Fabrik, wieder spezialisierte Arbeitskräfte. Insofern sollten wir auch gemeinschaftlich zwischen Industrie, zwischen Politik auch den Pakt eingehen, sozusagen wirklich hier dafür zu sorgen, dass wir Arbeitsplätze haben vor Ort, Qualifizierung, ja. Weiterbildung, gerade auch für die Mitarbeiter in Transformation, die aus vorherigen Verwendungen kommen, sie weiter zu qualifizieren, ist jetzt eine ganz wichtige Aufgabe neben der Frage von Zuwanderung. Auch dafür reichen wir sehr gerne die Hand und wünschen uns diese Partnerschaft. Dankeschön. Herr Minister, wir haben jetzt viel über Automobil geredet. Was Bedeutung energieeffizienter Halbleiter für den Energiesektor? Nun ist das Saarland ja nicht nur ein Transformationsland, was Ausstieg von der Kohle oder andere fossile Brennstoffe angeht, sondern auch ein starker Produktionsstandort für die Verbrennungsmotoren gewesen. Und ZF, wir haben es ja gerade auf eine höfliche Art und vornehm vorgetragen gehört, ein Unternehmen, das von dieser Transformation natürlich hart gefordert und betroffen ist. Und insofern muss man auch nochmal klar sagen, Ängste, Sorgen, Fragen, kritisches Nachfragen ist logisch. Transformation ist in dem Sinne ja so ein bisschen ein Schönsprechwort, das Politiker gerne benutzen, um zu sagen, na, wird schon alles gut werden. Aber für die Familie, für den Arbeiter, die Arbeiterin, die dann über ihren Arbeitsplatz sich Sorgen macht, auch für das Unternehmen, für die Standorte, sind das ja alles höchst bedrückende Fragen. Also Transformation heißt ja, was Neues entsteht, ja super, aber anderes vergeht, bleibt nicht da. Und Wandel begrüßen wir immer, aber wenn es dann einen persönlich betrifft, tut es manchmal weh und im Grunde muss man dann dauernd raus aus der Komfortzone. Aber es zeigt eben, dass man jetzt hier, dieser Tag, diese Standortentscheidung, dass man diesen Wandel eben auch nutzen kann, um Ängste zu nehmen, Menschen mitzunehmen und Zukunft zu schaffen. Und das verbindet sich jetzt erstmal mit dem Begriff Halbleiter und der Silizium-Carbid-Produktion hier. Aber es geht natürlich weiter, auch andere Ansiedlungen, dann letztlich die Fertigung von Automobilen, von Batteriesystemen und so weiter, soll dann ja hier im Standort, aber auch in Deutschland heimisch bleiben. Also was bedeutet es? Einerseits ist die Halbleiterfertigung Schlüssel für die Umwandlung von elektrischer Energie in alle anderen möglichen Formen. Wir haben es eben gerade gesehen. Zweitens ist es auch ein Signal, dass die Produktion von grüner, sauberer Industrie, nicht nur der Energie, sondern Industrie hier in Deutschland und eben auch im Saarland möglich bleibt und möglich sein muss. Und wenn ich noch einen zweiten Punkt anschließen darf, wir haben ja gerade von Anke Rehninger, der Ministerpräsidentin, gehört, dass, ich glaube, Anke, du sagtest, Ende 21 war ZF und Wolfspeed zu weit zu sagen, so, wir machen aus Tastbewegung mal richtig in ein Projekt. Heute hat die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen und der Bundeskanzler hat es eben auch gesagt, wir müssen mit dem Beihilfeverfahren schneller werden. Das müssen wir auch dringend werden, dreimal Ausrufezeichen hinterher. Aber dieses Projekt von Ende 21 zu sagen, so wir machen da mal was draus, zu Frühjahr oder Winter 23, sind ja auch nur 14 Monate.
daraus hätten auch mal gerne 10 oder 8 oder sowas werden können. Aber es sind jetzt nicht ewig lange Zeiträume. Und deswegen glaube ich, ist das Entscheidende, dass man Probleme und auch komplizierte Gesetzeslagen nicht nur beklagt, sondern am Ende anpackt und versucht, das umzusetzen. Und das sind am Ende die Menschen, die es machen wollen. Damit habe ich angefangen, damit will ich enden. Danke an das Team im Saarland und an die Unternehmen, dass das in so kurzer Zeit möglich gewesen ist. Ich glaube, das ist schon ein bisschen die Deutschlandgeschwindigkeit, von der der Bundeskanzler an anderer Stelle gesprochen hat. Danke schön. Danke schön. Danke. Minister Habeck, Frau Müller, Mr. Barker, thank you very much for participating in our panel. Thank you. That was terrific. Really appreciate it. Really nice. Yeah, perfect. Okay, so, ladies and gentlemen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute bei der Veranstaltung mit dabei waren. Wahrscheinlich spüren Sie den Enthusiasmus für dieses Projekt und wir hoffen, dass dieser Enthusiasmus auch auf Sie übergeht. Vielleicht Sie auch dazu anregt, zu träumen über die unvorstellbaren Chancen, die sich aus diesem Projekt ergeben können. Bundeskanzler Scholz, Bundesminister Habeck und Ministerpräsidentin Rehlinger, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer heutigen Veranstaltung sowie für Ihre starke Unterstützung unseres Projektes. Ich freue mich darauf, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Vielen herzlichen Dank. This concludes our formal. Ja, vielen Dank. Damit kommen wir zum Ende des offiziellen Teils der Präsentation. Wir haben einige Leckereien hinten im Teil vorbereitet und die Pressekonferenz beginnt in einigen Minuten.